Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei dem Auswärtsspiel beim SV Meppen am Samstag um 14 Uhr. Peter ist da, Sie sind da, können wir in gewohnter Manier starten. Peter, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich habe wieder den Zettel mitbekommen vom Physio. Ich kann mir das nicht behalten auf dem Weg vom Trainerkabine oder beziehungsweise. Bender gibt keine Probleme mehr an, also wird jetzt im Mannschaftstraining einsteigen. Tim Kruse und Daniel Stanese haben mit dem Lauftraining begonnen. Niklas Geister, der Jüngere, ist im Aufbau nach seiner Fußverletzung. Kevin Scheitauer, Schambein, ist in der Reha Vita. Jonas Sickert hat nach wie vor Probleme mit seiner Fußsohle. Zwar etwas besser, aber reicht nicht, um ins Mannschaftstraining einzusteigen. Dann hat über Nacht noch Fabi Gaudenz Magen-Darm. Hat sich übergeben, kann diesbezüglich natürlich nicht trainieren. Letzte Woche war es bei Leon Schneider. Leon Schneider geht es besser, hat ab Dienstag dann bis heute, ich glaube auch, dass es so bleibt, zumindest habe ich keine Informationen, das komplette Training wieder mitgenommen. Es war schade, dass er dann letzte Woche nicht zur Verfügung stand. Ansonsten haben wir Gott sei Dank keine weiteren Verletzung zu vermelden, dass Matovida die fünfte gelbe Karte bekommen hat letzte Woche, ist bekannt. Wurde ja auch darüber berichtet, wollte ich nochmal erwähnen. Und ja, ansonsten zum letzten Spiel nochmal. Ich glaube, dass auf jeden Fall es verdient gewesen wäre, einen Punkt zu holen. Vielleicht sogar auch mehr. Dann darf man aber. Ich bin überrascht, wenn ich die Fehler bzw. die Situation anspreche, dass dann immer daraus so ein Hype gemacht wird, dass Wollitz kritisiert. Ich kritisiere nicht, ich stelle fest nach dem Spiel, dass die beiden Tore verhindert war und habe dann eigentlich nur einen Satz schülerhaft, das kam aus der Mannschaft, in dem Kreis selber, dass das schülerhaft war und das habe ich dann eigentlich so übernommen. Ich habe noch nie über ein schülerhaftes Verhalten in meiner ganzen Karriere gesprochen. War dann anschließend selbst überrascht, aber was ich damit sagen will, ich spreche das nur an, weil es eine Fehlerkette war. Wenn Sie gestern Abend das Champions League-Spiel, zwar leider nur in der Konferenz, weil diesen anderen Sender habe ich nicht, Danz oder wie der ausgesprochen wird, konnte ich es dann auch nur in der Konferenz leider gucken und habe aber dann die Nachberichtung gesehen, da wurde dann auch von Unerfahrenheit gesprochen, wenn man 1-0 in der 46. oder 47. Minute durch taktischen Fehler, wo nicht reingerückt wird, kann man ehrlich produzieren. Eine erfahrene Mannschaft geht dann damit um, eine unerfahrene Mannschaft weniger. Das sage ich hier aber auch seit Monaten, selbst in der letzten Woche. Nehmen wir mal Müller zum Schluss, Müller, Gaisula und Rangelow weg. Sind das alle Spieler, die unter 20 Spiele in der dritten Liga haben? Und sie müssen dann innerhalb von kürzester Zeit, natürlich sagt man nach 7, 8 Monaten sollte das drin sein, aber andere brauchen 100 und 150 Spiele, um erfahren zu sein. Und wir müssen es halt mit 20 spielen. Also nochmal, ist keine Entschuldigung, soll nur mal erklären. Und wenn ich bei dem Spieler, wo ich sage, ich freue mich, dass er Spieler des Jahres geworden ist, so wie zum dritten Mal, ist das ein Statement. Ich wünschte mir auch mal, dass er mal ein Tor wieder vorbereitet, weil er es in der dritten Liga nicht gemacht hat. Dann wird dann darüber gesprochen, dass der ein ehemaliger Spieler von Energie Cottbus noch härter kritisiert worden ist. Ich weiß nicht, was das für eine Kritik ist. Das ist eine Feststellung und eine Feststellung kann man auch manchmal Reibereien mit erzeugen und aus Reibereien entsteht bei mir Energie. Ich habe das Gefühl, ist aber nur ein Gefühl, ich kann das jetzt nicht belegen, es fängt glaube ich genauso an, wie es 2015, 2016 geendet hat. Alles ist falsch, alles wird schnell hinterfragt, alles wird schneller interpretiert oder negativer interpretiert. Ich war bisher immer nach dem Spiel so, dass ich das gesagt habe, was ich gesehen habe, schon während des Spiels. Manchmal kann man das ein bisschen korrigieren, wenn man nochmal eine Videoanalyse macht, aber meistens wird das bestätigt. Und ich habe auch letzte Woche Samstag gesagt, dass die Basics gestimmt hat mit den 4 neuen Spielern. Sehr überraschend, schon so gut, dass es eine gute Körpersprache war, dass es viele 50-50 Zweikämpfe gegeben hat, die wir gewonnen haben, dass die Ausrichtung gestimmt hat, wenn man die Fehler abstellt, sogar in der Lage war, selbst nach dem 0-2 wieder zurückzukommen.
ein fantastischer Pass, wenn wir am Dienstag den Pass von den Paris Saint-Germain gesehen haben, fast ähnlich wie Rangelow, habe ich ja auch gesagt, würde eine Sportschau rauf und runter. Es hat aber keine Bedeutung, es hat nur die Bedeutung schülerhaft, harte Kritik und dass der zum dritten Mal zu Recht oder zumindest verdient Spieler des Jahres geworden ist, wurde hart kritisiert. Kann ich ganz ehrlich in der Berichterstattung nicht nachvollziehen. Vielleicht ein paar Worte zum Gegner Meppen. Meppen, eine Mannschaft, die ja gerade hinten raus die letzten Minuten auch zuletzt da noch ordentlich Punkte eingesammelt hat. Wie schätzen Sie das Team ein, hier auch lange unten mit drin, hat sich jetzt durch diese Last-Minute-Treffer da auch ein bisschen freischwimmen können? Ja, wenn ich jetzt sage, dass bis zur 85. Minute in dem vorletzten Spiel Meppen in der Tabelle hinter uns war und sie gegen eine Mannschaft gespielt hat, die gefühlte 400.000 Bundesligaspiele und Drittliga- und Zweitligaspiele auf dem Puckel hat, in dem KFC Uerdingen. Du brauchst auch im Moment das Quäntchen. Erstmal ist das anerkannt, dass man in der Nachspielzeit Tore zieht. Haben aber andere Mannschaften auch schon gemacht, wir auch. Siehe in Aalen, siehe gegen Unterhaching, siehe gegen Lotte. Waren sie bis dahin in der Tabelle hinter uns? Uerdingen hat eine ganz schwierige Phase mit 4 Niederlagen in Folge gehabt. Dann ist ein Selbstvertrauen selbst bei so einer erfahrenen Mannschaft nicht so ausgeprägt. Und eine Woche später hat bei VfR Aalen, spielt ja immer vor uns gegen den kommenden Gegner. Also VfR Aalen haben wir ja das rauf und runter uns analysiert, gesehen, live, Videos, das schlechteste Spiel in der Saison immer. Und wenn sie die Tore gesehen haben, die sind aus einer Sicht sehr unglücklich gefallen. Du musst dieses Quäntchen Glück haben. Und dass sie natürlich das jetzt mit Selbstvertrauen haben und sagen, jetzt kommt der angeschlagene Gegner, beziehungsweise der die letzten beiden Spiele verloren hat. Das letzte Spiel sehr unglücklich. Selbst in den anderen Spielen sind wir nochmal zurückgekommen. Davor haben wir in Rostock gewonnen, hochverdient gewonnen. Glaube ich, ist das ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich in der jetzigen Situation glaubt man, dass die anderen im Vorteil, mag vielleicht auch so sein, aber es liegt an uns, ob wir punkten oder nicht. Ich sage auch nicht, es sind noch 16 Spieler, aber 16 Spiele sind noch da. Entscheidend wird der Schulterschluss sein. Kommt noch mehr Unruhe auf? Also sag mal, ist nur mein Gefühl. Oder hat man aus der Vergangenheit gelernt und sagt, jetzt ein Schulterschluss und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wussten alle, dass es schwer ist, aber die Nachverpflichtungen im Winter haben ganz klar gezeigt, zumindest in dem ersten Spiel. Natürlich muss man das auch bestätigen, dass wir alle Chancen haben, unsere Ziele zu erreichen. Herr Wolters, ohne dass mir jetzt der Background von dem, was Sie eben kritisiert haben, fehlt, ist mir doch aufgefallen, dass Sie das Wort kritisieren und feststellen gegeneinander aufgewogen haben. Nun muss man sagen, Sie sind der Cheftrainer und das ist doch nicht ehrenrührig, dass Sie kritisieren können. Vor allem auch Ihre Spieler. Das ist ja nur gang und gäbe seit 60, 70 Jahren im deutschen Fußball. Und die zweite Frage war umso verwunderlicher. Ist es, weil Sie, was ich sehr bemerkenswert, ehrlich von Ihnen fand, unmittelbar nach dem Spiel oder kurz danach an der PK konnte ich nicht teilnehmen am Sonnabend, dass Sie sehr deutlich gesagt haben, bei allem bewunderungswürdigen Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat und dass schon vieles gut war, wer mit solch amateurhaften Fehlern den Gegner aufbaut, der landet dann womöglich doch wieder dort, wo er nicht sein will. Das kann passieren, ja. Und, haben Sie was, so ungefähr gesagt? Was ich noch hinzufügen möchte, ich glaube, Schützener zu 99% sich von Verein, Mannschaft, Region, Umfeld, Sponsor sich hinzusetzen und hinzustellen, Woche für Woche und dieses Projekt zu leben. Ich weiß nicht, wird es wahrscheinlich geben, aber ich lebe es auf jeden Fall. Und ich möchte nur nicht Leute irgendwas vorgaukeln. Was am Ende, warum hat das nicht er gesagt? Und ich spreche halt die Themen an, die dann an dem Spieltag waren. Aber es wird dann immer so ein Hype rausgemacht.
Genauso letzte Woche wurde nach der Pressekonferenz berichtet, er hat das im ruhigen Ton vorbereitet. Also kein Wutausbruch wegen dem Spielausfall und hin und her. Ich habe einfach nur gesagt, vielleicht hätte man das an dem Samstag schon absagen können, weil am Samstag um 14.30 Uhr gepostet worden ist, dass das Spiel zu 90% in Unterhaching ausfällt aufgrund der Schneefälle. Und in der heutigen Zeit ist man, glaube ich, schon relativ weit und weiß, wie die Wetterberichte in den nächsten Tagen sind. Und natürlich kann es dann auch nochmal was geben, was vielleicht da nicht angesagt worden ist. Und dann hätte man uns diese Fahrt ersparen können. Ich finde, dass ich das Recht dazu habe, das zu sagen. Und dass ein Verband wie der DFB es dann auch in der Lage sein sollte, das dann auch dann mal so zu entscheiden, unabhängig davon, wenn dann am Sonntag der Schnee vielleicht doch nicht in diesen Massen gekommen wäre, wie er dann unter der ganzen Woche angekündigt worden ist. Und so meine ich das auch. Die Mannschaft sie hat gezeigt, dass sie da mithalten kann, aber sie hat auch gezeigt, dass sie zum wiederholten Mal Fehler macht, die in dieser Art auf dem Niveau nicht öfters passieren dürfen. Sind aber schon öfters passiert worden. Und deswegen wurde dieser Ausspruch, aber den ich wirklich aus der Mannschaft übernommen habe, schülerhaftes Verhalten, weil jetzt natürlich nochmal mit zwei erfahrenen Spielern, die dazugekommen sind, und die wissen genau, wie das Verhalten auf dem Platz zu sein hat, um dieses Ziel in dieser Liga, weil diese dritte Liga wird ja immer als die stärkste dritte Liga bezeichnet, so stark war sie noch nie, und dann gab es ja auch schon mit den Absteigern, mit Braunschweig, mit Kaiserslautern, Mannschaften, mit einer Passion, was Fans betrifft, was Umfeld betrifft, was Strukturen betrifft. Und dann wie immer die Überraschungsmannschaften. Aber wenn sie dann die Überraschungsmannschaften, wen hat in den letzten 5 Spielen 15 Punkte geholt? Die kommt hier mit einem super Momentum hin. Würzburg hat vorher das Auswärtsspiel hochverdient 3-0 gewonnen. In Uerdingen schießt in der 93. Minute gegen Aalen das 2-1. Und dass wir jetzt, sag ich mal, nicht mit den ausgeprägtesten Selbstvertrauen rumlaufen, ja, wo jetzt schon gestern der Champions League-Teilnehmer, der vor zwei Monaten der absolute deutsche Meister war, wo dann auch gesprochen wird, ja, wir haben nicht mehr das Selbstvertrauen, wir haben jetzt nicht mehr die Überzeugung, auch mal in der zweiten Halbzeit so ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Also es geht ja einiges in den Spielern vor, aber man muss sich trotzdem bewusst sein, mit dieser Fehlerkette ist die Berechtigung, in dieser Liga zu spielen, einfach schwierig. Und ich denke, das sollte man dann auch sagen. Das heißt aber nicht, dass man unter der Woche nicht hart arbeitet. Die Mannschaft arbeitet sehr hart. Das sieht man ja, dass die Basics stimmen, gerade immer zum Ende des Spiels. Aber dennoch sollte man 90 Minuten die Konzentration haben und 90 Minuten im Hier und Jetzt. Das letzte Woche schon wieder vergangen. Jetzt kommt die Gegenwart und das fängt bei 0-0 an. Auch wenn das nur so ein Spruch ist und wir haben alle Chancen, mit dem 0-0 in den 90 Minuten das Spiel so zu entwickeln, um erfolgreich zu sein. Die 4 Neuen sind schon positiv bewertet worden gerade, ich finde völlig zu Recht auch. Was glauben Sie denn, bei wie viel Prozent die sind, wie weit geht es denn da noch nach oben? Dass noch nicht alles so funktionieren kann beim ersten Spiel, völlig klar. Was erwarten Sie denn noch von den 4? Wo sind Sie jetzt prozentual gesehen mal? Also ich möchte jetzt nicht hier nur das alles auf die 4 produzieren. Ich finde, dass Matovila, Schlüter, Holthaus, Weidlich, Vitteritti, Marcello, der mehrere Wochen nicht gespielt hat, hat ein ansehnliches Comeback letzte Woche aus meiner Sicht gegeben. Wir haben das angesprochen, dass man die, den Ball annehmen kann und den Torwart fragen, wo kann er den, wo möchtest du ihn hinhaben. Wichtig ist aber, dass Mamba Torchancen hat, dass wir Torchancen erspielen können. Dass so ein Proschinski mit 18 Jahren so einen Pass gibt wie in der ersten Halbzeit, ein Steckpass, dass Rangelow reinkommt und mit der Körpersprache das dann auch für diesen Moment, für diese Entscheidung akzeptiert. Ich glaube, wenn dann alles zusammenkommt, Sie können sich erinnern, vor dem Spiel gegen wen habe ich hier gesessen und habe gesagt, wenn es dann Ende Februar alles komplett wieder zusammen ist, ist es nicht zu spät. Über eine 3-Punkte-Regelung ist es sowieso nicht zu spät und ich kann auch nicht erkennen, dass wir abgeschlagen sind, zumal wir ein Spiel weniger haben. Natürlich, es fängt jetzt noch, die Phase wird noch heißer. Sie wird jetzt noch, weil von Woche zu Woche natürlich näher zum Ziel kommt. Aber wenn man da am Ende mitbleiben, drinnen bleiben möchte, ja, dann muss man liefern. Und dann geht es nicht um die 4 Spieler und dann geht es auch nicht
um Ihre Frage, was prozentual betrifft. Ich glaube nicht, dass jede Mannschaft jede Woche bei 100% sein kann, aus unterschiedlichen Gründen. Man weiß nie, konnten die alle trainieren, man weiß nie, in welcher Verfassung die, konnten die Vorbereitung mitmachen. Deswegen versuche ich ja, oder versuchen wir, immer die bestmögliche Balance für die für den Spieltag auf den Platz zu kriegen. Weil grundsätzlich, brauche ich noch nicht sagen, sowieso in den Heimspiel fängt man ja mit Rangelow an. Der soll ja auch unantastbar sein. Aber jetzt stellen Sie mal vor, es steht 0-0 oder wir führen 1-0. Und man kann von dem Gebrauch Nutzen machen, ab der 60. und 55. Minute einen Spieler wie Rangelow, der sich total mit dieser Sache identifiziert, bringt. Dann habe ich eine Qualität. Ich nehme ihn runter und bringe einen jungen Spieler. Der kann natürlich unbekümmert sein, aber der hat natürlich viel mehr Druck als ein Spieler wie Rangelow. Und ich denke, das sollten wir Woche für Woche dann auch so entscheiden. Ich setze Rangelow nicht auf der Bank, weil ich enttäuscht oder sauer oder was weiß ich bin. Ich setze den auf der Bank oder den einen oder anderen Spieler mal, um von der Bank dieses Spiel bestmöglich mit zu entscheiden, weil wir das auch oft schon gemacht haben. Ich glaube, Sie können mal gucken in der Statistik, wie viele Tore wir von der Bank dann erzielt haben. Ich glaube, da sind wir unter den Top 5 in der dritten Liga. Aber am Ende zählt das nackte Ergebnis. Und das nackte Ergebnis ist, dass wir 23 Punkte haben. Und ich bleibe dabei, wir hätten schon den einen oder anderen Punkt mehr gehabt. Aber es hat auch ein Stück mit der Erfahrung zu tun. Und in der Erfahrung hast du dann auch ein bisschen Qualitätsdefizite. Aber wenn du eine größere Erfahrung hast, hast du auch mehr Qualität. Ich sage nochmal, wenn du 60, 70 Spiele auf dem Niveau gemacht hast, und du bist 60, 70 Spiele auch mal in so eine Situation gewesen, weil eins dürfen wir auch nicht vergessen. Wir hatten jetzt vom ersten Tag an, 1.7.2016, es ging eigentlich immer so, und haben alle entscheidenden Spiele haben wir gewonnen. In Babelsberg, in Weiche. Alle dann die letztendlich entscheidenden Spiele haben zweimal im Pokal in der Nachspielzeit oder beziehungsweise durch ein Eigentor oder Elfmeterschießen, aber Elfmeterschießen gegen Bundesligisten darf man mal verlieren, haben wir bisher eigentlich unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt wird es kritisch, jetzt ist es ist auch schade für die Entwicklung, aber vielleicht brauchen wir diese Entwicklung auch. Und wenn man einen Schulterschluss hat und vergisst die Vergangenheit nicht, welche Fehler da gemacht worden sind, da kann man die Gegenwart auch geschlossen. Hier wird immer gemeinsam, Hashtag wir, und es ist vielleicht ein kleiner Anfang von einer kleinen möglichen Krise. Ich weiß nicht, ob es schon überhaupt eine Krise ist, weiß ich nicht. Aber wenn es das so ist, jetzt kann sich doch zeigen, Schulterschluss. Also ich kann nur sagen, ich habe bisher bis zum heutigen Tag immer für die Region eingestanden, werde es auch weiterhin tun, und das würde ich mir jetzt von allen wünschen. Diesen Schulterschluss, der in vielen Vereinen, gibt so viele Beispiele, da haben sie Spalier gestanden. Nicht erst am letzten Spieltag, nein, wir sollten jetzt anfangen, den Schulterschluss zu machen. Wir sollten jetzt anfangen, uns gemeinsam stark zu machen. Wir sollten jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass wir unsere Ziele erreichen. Nicht nur am letzten Spieltag, das kann meistens schief gehen, wie so oft dann schon in den Vereinen gezeigt werden. Und da gibt es genug viele Beispiele. Und gerade jetzt, diese totale Unterstützung, dieses Vertrauen zu spüren, das wäre eine sinnvolle Geschichte. Herr Wollitz, können Sie uns schon verraten, wer für Marco Wieler in die Innenverteidigung rückt? Ja, es kommt ja darauf an, spielen wir mit einer Dreierkette oder spielen wir mit einer Viererkette. Und deswegen ist das nicht abschließend zu beantworten. Also es besteht beides. In den letzten Auswärtsspielen haben wir mit einer Dreierkette sehr erfolgreich gespielt. Und diesbezüglich ist das in der Überlegung. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen, welcher Spieler. Weil wenn es eine Dreierkette ist, wird es dann ganz was anderes werden. Kann Weidlich schon von Beginn an spielen, der jetzt die ganze Woche trainiert hat, letzte Woche trainiert hat. Kann Vitteretti schon wieder von Anfang an spielen. Alles das ist in den Überlegungen, ist aber noch nicht abschließend entschieden, weil es auch dann in dem Spiel, davon gehe ich zumindest Stand jetzt aus, wichtig sein wird, von draußen Einfluss zu nehmen, um die Richtung zu verändern, sagen wir mal, zum Halten oder zum Ausbauen oder vielleicht auch zum Korrigieren. Bin ich da noch nicht oder sind wir da noch nicht abschließend entschieden?
Wie hat sich denn das Binnenklima so verändert, nachdem die vier Neuen gekommen sind? Zwei davon sollen ja auch so Führungsrollen übernehmen, Jasula und Müller. Wie schnell geht das, dass die dann wirklich in der Mannschaft akzeptiert werden, wenn die eine Ansage machen, dass das auch zählt? Also, erfahrene Spieler haben ja aber so weniger Probleme mit Bohle und Hemmerich, habe ich gesagt. Hemmerich ist ein Talent. Der kommt daher, was hier auch bevorzugt wird: Arbeit, Ruhrgebiet. Bohle, das haben Sie letzte Woche gesehen, der haut alles raus. Der schiebt auch Frust mit, wie das dann in seinen vorigen Vereinen gelaufen ist. Hat das ganze Nachwuchsleistungszentrum in Mainz durchlaufen, war da sogar Kapitän. Ich denke, das sieht man auch. Und vor allen Dingen in der Kabine, wie er dann auch das analysiert, das Spiel letzte Woche, in einer Selbstreflexion. Nach so einer kurzen Zeit, das finde ich schon beeindruckend und bemerkenswert. Und Jasula und Müller, die, glaube, die brauchen das auch nicht beweisen. Ich glaube, die haben das letzte Woche schon bewiesen. Ich sage Ihnen nur mal einen Parameter. Jasula 12,6 Kilometer. 12,6 Kilometer für das erste Spiel nach einer Woche Training. Nicht mit dem Wissen, wie das in seinem vorigen Verein ausgeht. Das ist ein Statement. Und bei Müller kann ich sagen, dass kein Innenverteidiger in dieser Saison so viele Zweikämpfe gewonnen hat wie er. Prozentual. Also das sind Auszeichnungen, die sind wichtig. Und dann kann ich Ihnen noch sagen, dass Hemmerich Sprints gemacht hat, wie wir von dieser Position in der Saison auch nicht gemacht haben. Ich gebe jetzt auch nur die Parameter weiter, die dann nachzulesen sind und vorhanden sind. Und dass Marcelo de Freitas 12 Kilometer läuft nach 14 Wochen Auszeit, ist auch sehr bemerkenswert. Aber genau das brauche ich und das brauchen wir dann auch im Innenleben, weil das erkennt man dann an. Und dass Jasula und Müller Verantwortung übernehmen sollen, nein, müssen, das ist auch klar. Deswegen sind diese Transfers gemacht worden. Aber ich sage nochmal, ich glaube, das haben Sie gesehen. Jasula hat alleine vom Tor gestanden. Wenn er den Ball feuert, sagen wir mal, nicht mit der Hüfte oder mit den Oberschenkeln mitnehmen kann, sondern mit dem Fuß macht er das Ding weg. Weil die Klasse hat er. Wie viele gute Pässe hat er gespielt? Den Freistoß, den Rangelhoff mit dem Kopfball, eigentlich, wo der Torwart nur durch einen Reflex den, hält und auch andere Situationen, seine ganze Art, wie er das macht und wenn das eingespielt wird. Ich glaube, dass die drei das richtig gut gemacht haben. Ich sage dann nochmal, wenn Vitteriti zurückkommt und bringt das, was er schon sehr oft für diese Mannschaft gebracht hat. Nehmen Sie nur die beiden Pokalspiele. Ich glaube, in dem Pokalspiel gegen Freiburg ist er 15 Kilometer gelaufen. Natürlich in 120 Minuten, hat gegen Stuttgart damals das 1-0 geschossen, hat eigentlich das eröffnet, die Drittligasaison mit dem Elfmeter sicher, mit dem Kopfball. Also es ist ja so, dass das da ist und deswegen versuchen wir auch dieses letzte Prozent herauszukitzeln. Sind wir gut aufgestellt und sind sehr zuversichtlich. Dennoch sollten wir uns zumindest intern dann auch das weiterhin sagen und die Fehlerkette abstellen, um dann in den Spielen erfolgreicher zu sein, weil dann erhöht das die Chance, Spiele zu gewinnen. Wenn man gestern das Spiel der Dortmunder in London gesehen hat, ich spiele auf das zweite oder dritte Tor, ich weiß jetzt nicht genau, welches war. Das dritte war der Standard. Also das zweite, wo der Tottenham-Spieler angeflogen kam, förmlich an Dortmunder Gegenspieler vorbei und die Bude macht sozusagen, kann man sagen, gut, kann passieren, Qualität entsprechend. Wenn man aber, und jetzt komme ich auf das 0:1 am Sonntag zurück, wenn man von der Pressetribüne sah es aus, als ob Würzburg dort eigentlich eine einstudierte Variante ausprobiert hat, die dann letztendlich zum 0:1 führte, dass der, ich weiß nicht mehr, wer die Vorlage gegeben hat denn für Baumann zum Tor. Ademi. Habe ich aber gesagt, dass in der Pressekurve, will sie nicht unterbrechen, dass Ademi wahrscheinlich mit dem Rücken zum Tor der beste Stürmer der Liga ist. Ja, natürlich haben die auch Qualität. Also ist schon klar, dass sie das wollen. Ja. Aber dass das in der Situation einstudiert war, das bezweifle ich. Ja. Aber die Frage geht mehr eigentlich in die Hinsicht,
Wie gehen Sie jetzt in der Spielvorbereitung und auch in den nächsten Wochen, das ist ja, wurde ja mehrfach hier gesagt, dass es schon mehrfach passiert ist, diese frühen Gegentore, wie gehen Sie jetzt daran, um den Spielern irgendwie einzuimpfen, dass sie stärker sind als die Gegenspieler, dass solche Sachen einfach nicht mehr passieren können? Gehen Sie da mehr psychologisch ran oder also durch normales Training? Sowohl als auch. Mhm. Also immer positiv und immer Hand drauflegen. Ich glaube, das ist dann auch nicht das Richtige. Also dann sollte man dann auch schon mal auch sich richtig die Meinung geigen, zumal das erste Tor, das hat vor den Fehlpass von Lasse Schlüter eigentlich, fängt es eigentlich an. So, und das zeigen wir dann, das sprechen wir dann auch an und sagen dann auch, welche Lösungsmöglichkeiten man in der Situation hat. Dann entsteht das, dann geht es ja weiter, dann der Fehlpass. Und dann kann man es nochmal dreimal verteidigen. Aber wenn der Stürmer den Ball mit dem Rücken 5 Meter vom Tor so annehmen kann und kann warten, bis ein mitlaufender Spieler sich anbietet, werden Sie ganz oft sehen, dass dann ein Tor daraus resultiert. Also dann ist es relativ schwierig zu verteidigen, zumal es dann auch immer Interpretationsspielraum gibt. Der eine verteidigt so, der andere verteidigt so. Das ist ja dann Gott sei Dank im Fußball, dass man da unterschiedliche Auffassungen hatte, war es da halt so. Das hatte ich den dann auch gefragt, das kann ich euch sagen. Ich hatte dann Boli gefragt, wie er das in Mainz oder in Halle, wie das da gewollt war zu verteidigen. Und da wurde immer gesagt, dass der ballführende Spieler dann mit zu zweit unter Druck gesetzt werden sollte. Und dann hätte man vielleicht sagen können, okay, bleib lieber am Mann. Aber du weißt ja nie, wo der sich anbietet. Also der hat ja immer den Vorteil des Anbietens. Und hätte das verhindert werden müssen. Ich glaube, der letzte Pass, wo Ademi den Ball annehmen konnte, war schwierig zu verteidigen. Aber vorher war es nicht schwierig, beziehungsweise hätte es gar nicht zu dieser Situation kommen dürfen, weil es da mehrere Möglichkeiten gab, sogar einen Gegenangriff mit einem sehr guten Umschaltspiel hinzubekommen. Aber da muss man dann den richtigen Pass oder vorher die richtige Spielentscheidung treffen. Und beim zweiten Tor war es eigener Freistoß aus der eigenen Hälfte, aus Würzburg. Den Ball vorher mit rechts klären, so klären mit der breiten Seite, als sich so drehen, den Ball im Einwurf. Aber im Einwurf einfach einen Spieler mit im eigenen 16 nehmen, um Überzahl zu haben, passiert gar nichts. Ist das jetzt, weil da ein neuer Innenverteidiger gespielt hat? Ich glaube, da sind alle dann in der Situation gefragt, nochmal zu gucken, sind wir in Überzahl oder sind wir nicht in Überzahl? Und das hat dann auch nichts mit alt oder jung zu tun. Ich glaube, das ist ja das, was ich hier die ganze Zeit versuche mitzuteilen. Jeder muss mit der verantwortungsbewusst umgehen mit der Situation und mit jeder Spielsituation. Ich glaube, dann wäre das zweite Tor auch nicht passiert. Aber stellen Sie mal vor, was der Kollege gesagt hätte bei dem Pass. Spalt hält den Ball, langer Ball, Fuß, also aus der Hand. Dings nimmt den Ball an und spielt so einen Traumpass 2-2. Man kann da schon, und da sage ich Ihnen auch eins, das war nicht eingespielt gewesen. Und ich hätte es aber dann so verkauft, das machen wir jede Woche. Das wäre aber nicht unweit, weil das kannst du machen jede Woche 10-0. Aber wenn Gegenspieler da auf dem Platz stehen, dann wird das äußerst selten zu Erfolg führen. Aber in der Situation hätte es zum Erfolg führen können, wenn nicht sogar müssen. Also ich glaube, dass es im Fußball sehr viel Intuition gibt. Weil Sie das eben mit Dortmund angesprochen haben. Das erste Tor muss der Gegenüber liegen, einfach reinrücken. Da schließt man den Raum, bis die Situation bereinigt ist. Und beim zweiten Tor war es so, dass es links sich entwickeln sollte, also links und rechts. Der Außenverteidiger war schon offensiv ausgerichtet und man verliert den Ball und er hat dann den längeren Weg und der Gegenspieler, in dem Fall von Tottenham leider, hat den kürzeren Weg und jetzt wird es für eine sympathische deutsche Mannschaft schwierig im Rückspiel vielleicht das Ergebnis zu korrigieren, aber was ich den Dortmundern und auch den deutschen Fußball gönnen würde. Und das sind ja dann die Momente, jetzt auf dem Niveau. Ich sage Ihnen, dass in der Bundesliga nicht jede Mannschaft hätte ausnutzen können, aber auf dem Niveau, Champions League, Achtelfinale, wird jeder dann noch fast kleine Fehler bestraft. Und das ist bei uns leider auch sehr oft der Fall. Oder wir haben dieses Matchglück,
was man auch braucht, wie in Rostock, die verschießen den Elfmeter. Und in dem Moment ist das Spiel sicher deckungsgleich, Augenhöhe, und wir haben alle Möglichkeiten, dann auch unser Repertoire auf den Platz zu bringen. Aber es gibt nicht nur Matchglück, es gibt auch Entstehung in einem Spiel. Und da gilt es halt, in den ersten 15 Minuten und unter 10 Minuten eine nicht so einfache, naive, schülerhafte Gegentore zu bekommen. In der Feststellung darf man das dann auch so widerlegen. Der eine legt das so aus, ich möchte aber nicht, dass das eine brutale Kritik ist. Das möchte ich nicht, weil das wieder auf meine Emotion produziert wird. Das hat da überhaupt nichts mit zu tun. Wie wichtig ist es denn jetzt, gerade Strelly Mamba zu stärken vor diesen Auswärtsspielen in Meppen, dann in 2 Wochen auch Groß Asbach? Das sind ja jetzt direkte Konkurrenten und der muss ja solche Tore dann einfach machen. Gut, hat aber in dem vorletzten Auswärtsspiel hat er 2 Tore erzielt in Aalen, hat in Rostock sehr, sehr viele Räume geschaffen, hat in dem Spiel jetzt 2 sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Wichtig gesagt, nochmal, habe ich vorhin schon gesagt, es ist wichtig, dass man sich Chancen zu erspielen. Und es ist auch jetzt in der Tat so, dass man ihn über so eine Durchstrecke drüber wegbringen muss. Sonst war es ja schon mal so, dass in der Runde ich dann gesagt habe, okay, ich setze ihn mal raus. Vielleicht auch zu kitzeln, um ein bisschen zu positiven Provokationen zu helfen. Aber ich glaube, das wäre jetzt falsch, weil eins ist auch klar. Er hat die meisten Tore erzielt. Er hat die meisten Tore, glaube ich, vorbereitet. Und wir brauchen seine Schnelligkeit und ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird, seine Quote zu verbessern und dass wir erfolgreicher sind. Also da spare ich jetzt ein bisschen mit den Fakten, weil ich glaube, dass gerade jetzt ein Stürmer in dieser Zeit gestärkt werden sollte, auch so gestärkt werden sollte, dass sag ich mal, die Reibereien ein bisschen anders provoziert werden. Bei Witti, sage ich nochmal, habe ich das bewusst gemacht, aber nicht um ihn zu kritisieren, sondern um ihn zu dieser Leistungsexplosion zu bringen, die für uns extrem wichtig ist und für die Mannschaft. Und das sage ich aber zum Schluss für jeden einzelnen Spieler auch. Ich glaube nicht, dass man für sich behaupten kann, dass man mit 15, 20 Spielen ein gestandener Drittligaspieler ist. Und daran sollte man arbeiten, dass dann über das Jahr hinaus mehrere zukommen. Und dann gibt es nur den Wunsch von mir, dann mit Energie Cottbus. Weil dann, glaube ich, würden wir die nächste Stufe der Entwicklung rangehen. Dass ich aber das vor der Saison hier schon gesagt habe. Und es bringt auch jetzt nichts zu sagen, wenn wir die 4 Spieler im Sommer geholt hätten, ob es dann besser wäre. Das ist spekulativ. Aber dass die 4 Spieler die Möglichkeit haben, eine Mannschaft mitzuführen, und da war auch noch Stein da, und auch vielleicht Spieler dann mit dem Wissen, dass man in dieser Liga physisch sehr stark sein muss zu den anderen, dann glaube ich, wären wir einen Schritt weiter. Und deswegen wäre es am Ende von hoher Bedeutung, unsere Ziele zu erreichen, weil dann würden wir 100% den nächsten Schritt einleiten und das würde sicherlich für das ein oder andere einfacher werden. Aber jetzt muss man sich dem Wettbewerb stellen. Und den Wettbewerb, aus meiner Meinung, stellt man sich und gewinnt man und wird erfolgreich sein, wenn man aus der Vergangenheit gelernt hat und den Schulterschluss hinbekommt. Aber nicht erst am letzten Spieltag, sondern vorher. So enttäuschend, wie manchmal die Spielverläufe sind und dann am Ende sogar auch die Ergebnisse, umso ärgerlich auch dann die Gegentore. Aber es hat noch nie was gebracht, da hinzugucken, wenn das nächste Spiel schon ansteht und das nächste Spiel genauso wichtig ist wie die anderen und man selber es noch in der Hand hat. Dann sollte man sich auf sich verlassen und auf sein eigenes Vertrauen und das Vertrauen des anderen geben. Und das gilt es zu begleiten und am Samstag erfolgreich umzusetzen. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus, weil dieses Abgesangsszenario, das hat den Fußball oder im Dings noch nichts gebracht. Aufstehen, gute Lösungen finden, in den Lösungen arbeiten und dann auch sagen, 2038 ist die Lausitz das interessanteste Land, was es in Deutschland gibt. Und nicht sagen, hier ist alles dann zu Ende. Warum?
Unterstützung einfordern und in den Unterstützung einfordern positiv umsetzen. Das ist die Herangehensweise. Und so denke ich das auch. Das heißt aber nicht, dass ich nach Niederlagen nicht enttäuscht bin, sondern im Gegenteil. Total enttäuscht, fix und fertig, am Boden zerstört und dann wird am anderen Tag wieder aufgestanden und dann geht es weiter. 48 Punkte. 48 Punkte. Bisher hat uns keine Mannschaft an der Wand gespielt. Keine Mannschaft. Keine Mannschaft und wird uns auch keine Mannschaft an der Wand spielen. Auch am Samstag nicht. Gut, dann unterstützen Sie uns auch. Vielen Dank und dann bis Samstag.